Ja, hallo und herzlich willkommen zur Flugshow. Na gut, ich denke, muss ich was lauter reden. Halben Kilometer von hier wird auch der halbe Wald abgesäbelt. Über mir fliegen die Flugzeuge. Ach, ich hab's doch schön, oder? Also, willkommen zum First Impressions über das Gerber LMF2 Infanterie. Ja? Reichlich auch gezeigt durch Bear Grylls in seiner Survival Show. Habe ich in einem netten Deal vom Chris Hayden gekauft. Danke nochmal, Chris. Preis wird hier nicht verraten. Soll die Frage. Es hat mich längere Zeit in den Fingern gejuckt. Viele wissen ja, ich habe die Gerber Bear Grylls Modelle auch aus der Survival Show. Also erster Eindruck ist, man hat hier echt, also das ist mein erster Eindruck, ein stabiles Messer. 420 High Carbon. Mit einer Beschichtung, die Reflexionen und vor Rost schützen soll. Wir haben hier so einen, ich glaube TPE-Gummi ist das, Griff. Dreiviertel Tank. Hinten haben wir sowas wie ein Pommel. Da ist das Ding extrem spitz. Ja, und da komme ich zu, warum das so gebaut wurde. Das ist dafür gedacht, dass zum Beispiel, Dankeschön, das, oder es wurde dafür gebaut, damit Soldaten oder Fliegerasse, die mit ihren Flugzeugen abstürzen, sich dabei damit aus dem Flugzeug retten können. Sag mal, Gurte schneiden, falls sie unter Spannung sind und sich nicht öffnen lassen, ja, mit den Serrations, und hiermit die Kanzel einschlagen, falls sie nicht zu öffnen ist. Ist relativ unangenehm, da nicht rauszukommen, wenn man ins Meer stürzt. Tut mir leid, dass es so laut ist, aber ich habe jetzt vorhin schon ein bisschen gewartet, aber mir geht langsam das Tageslicht flöten und muss ja auch irgendwann mal loslegen. So, also eine Beschichtung, die leider durchs Ziehen und Einstecken in die Scheide, ja, an der Beschichtung etliches einbüßt, ja, vor allen Dingen hier auf der rechten Seite. Dann kommen wir mal zu einer anderen Sache, warum Serrations immer auf der Seite sind, auf der linken, auf der sogenannten Präsentationsseite. Warum macht man denn nicht die rechte Seite zur Präsentationsseite? Man hätte zum Beispiel für Rechtshänder die Serrations so, dass man die auch eher zum Löckchenschnitzen benutzen könnte. Komme ich jetzt nicht drauf, warum man das so macht. Ja, warum so? Ja, Da ist dann der Linkshänder klar im Vorteil. Ich zeige euch jetzt auch warum. Seht ihr hier? Ganz normale Löckchen. Hier kommt es dann jetzt, wenn ich die feineren Seiten nehme, habe ich wesentlich feinere Feathersticks. Müsste man mal vielleicht eine Rechtshänder-Linkshänder Serrations-Ausgabe machen. Drei Löcher, um daraus einen Speer zu kreieren. Wobei viele Leute das wahrscheinlich falsch verstanden haben. Der ist dann wahrscheinlich eher nicht dafür da, um das Tieren hinterher zu werfen, sondern um daraus einen Kampfspeer zu bauen, falls man in ein feindes Gebiet abgestürzt ist. Ja? Wobei wir wieder dabei sind, das ist für Piloten gemacht worden, als praktisch Survival-Messer. Ja? Also nicht falsch verstehen, diese Speeridee, die entstammt weniger aus jagdlicher Sicht, sondern eher aus Selbstverteidigungssicht. Wobei dieser Pommel oder diese Spitze ja schon auch
gewisse Selbstverteidigungsaspekte erfüllt. Ja? Selbst wenn man den in der Scheide drin hat, ich sag mal, das spürst du auch. Ja? Von daher finde ich das nicht schlecht. Die Scheide scheint recht ordentlich verarbeitet zu sein. Ja? Molle kompatibel. Wie man sieht, der Chris hat es getragen und benutzt. Ja, sehr gut. Ist übrigens der Zustand, in dem es zu mir kam. Ja, also kann ich nicht meckern. Ich hatte es lange Zeit auf der Agenda, aber irgendwie hat mich der Preis immer wieder abgeschreckt. Der lag immer so bei etwas über 200, über 100, 110, 120 zum Teil. Und dann habe ich die Idee mal fallen lassen und habe gesagt, komm, Arschlecken. Ja, das hier, oder vielmehr sein kleiner Bruder, das Prodigy, stand ein Pate für das Backworlds Ultimate Survival Messer. Und die Ähnlichkeit ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber gut, ich bezweifle mal, dass der Backworlds tatsächlich an dem Messer designt hat. Der vielleicht ein paar Elemente gesagt, hier macht das doch mal so ein bisschen rosa, guck mal, orange. Seht ihr hier, Handschuhe auch orange, auch top. Wir haben hier, wenn wir das hier lösen, haben wir die Möglichkeit, im Notfall, und ich sage im Notfall, ja, ist hier ein Messerschärfer und der ist schon extrem, der ist giftig, der ist wirklich nur für Notfall gedacht, nicht wirklich für den Outdoor-Bereich. Nochmal, wenn ihr Bushcraften wollt oder was weiß ich was. Da würde ich dann eher zu einem DC4 raten, aber nicht zum Schärfer vom LMF2. Der ist nämlich echt Gift für die Klinge. Der nimmt so viel Material ab, da habt ihr nicht mehr lange Freude an dem Messer. Ja? Er schafft zwar eine Grundschärfe, wenn das Ding ordentlich stumpf ist, aber wie gesagt, lasst lieber dann die Finger davon. Schärft euer Messer anständig zu Hause. Testet es erst gar nicht. Das Ding ruiniert eure Klinge. Ja. So, dann kommen wir noch mal zu dem anderen Aspekt dieses Schärfers. Wie viel kann der schärfen? Was ist mit den Serrations? Dann vielleicht doch besser ein Lansky Blade Medic. Oder da gibt es noch andere Schärfgeräte. Der Griff lädt so praktisch zum Choppen ein. Das machen wir jetzt mal. Da gucken wir mal, weil ich habe nämlich so das Gefühl, dass das Ding relativ starken Vibrationen ausgesetzt ist, auch wenn es nur ein Dreiviertel-Tang ist, der dann bis hierhin geht und dann vielleicht so eine Fingerspitze freilässt und dann erst dieser Pommel drankommt. Bleibt bei mir. Wir gehen mal hier ein bisschen an so ein Ästchen. Da gucken wir mal, inwiefern das Ding wirklich choppen kann. So, dann werden wir. Also der Baum hier ist tot. Deshalb stelle ich mich, da der schon ein bisschen da kippt. Ich muss dazu sagen, das Holz hier hat noch eine gewisse Biegsamkeit. Ja. Könnte es aber auch an dünneren Ästchen abbrechen. Aber an solchen ist halt noch Biegsamkeit vorhanden. Nehme ich das hier. Stinkefinger und hier mit dem Zeigefinger und dann wird mal ein bisschen gechoppt. Schade. Hoffentlich hat das aufgezeichnet. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, habe mich aufs Choppen konzentriert. Ich mag Choppen nicht so wirklich, ist nicht so mein Fall. Ja? Vor allem, wenn Holz so abbricht, dann braucht man nicht Choppen. Ja? Ich sag mal, es gibt natürlich Leute, die stehen unheimlich da drauf. Nicht weniger, wie gesagt, ich halte es für recht unkontrolliert. Man könnte es aber auch einfacher machen und die Äste abbrechen. Ja?
So, schauen wir uns mal an. Mal gucken, ob die Kamera das so einfangen kann. Der Ärger mit dem Fokus. Seht ihr hier? Hier haben wir schon Spuren. Ja. Ja. Gut. Tut es dem einen Abbruch? Puh, mir im Prinzip ist das scheißegal. Also, ich sag mal, ein Survival-Messer. Wenn es wirklich um Survival ginge, sollte es eine blanke Klinge haben, ohne Coating, um halt im Notfall auch Signale geben zu können. Ja? Oh, das sehen wir so. Ja? Aber es ist wohl eher dafür gedacht, wirklich für einen militärischen Zweck. Um im Notfall angreifen zu können. Ja, in anderen Sinn sehe ich darin nicht wirklich. Und ja, bis jetzt macht es einen stabilen Eindruck. Ob es jetzt zum Batoning taugt, lässt sich rausfinden. Das werde ich wohl auch tun. Muss aber dazu sagen, genau an dieser Stelle, wo die Serrations sind, habe ich gesehen, dass genau diese ganze Partie hier ausgebrochen war. Die Serrations waren weg. Da haben dann die Besitzer von den Messern aus der Not heraus geboren. Dann eine zweite Phase draufgelegt, praktisch wie ein Scandi. Ob das dann so gewollt war, wage ich auch zu bezweifeln. Ja, so ist das. Zum Choppen sage ich, wie gesagt, Choppen ist nicht so meins. Aber gut, die Leute stehen drauf. Die haben es bei Bear Grylls gesehen, bei wem auch immer. Ich bin jetzt so der Fan davon. Was mir gut gefällt, ist, dass die Scheide, respektive hier der Nylon-Teil der Scheide, sehr stabil ist. Einfach gestochen, aber dennoch sehr stabil. Ja, wir haben hier zwei, muss es mal so zeigen. Wir haben hier, ja, das sitzt schon sehr stabil drin, da wackelt nichts. Wir haben hier aber nochmal zwei Schlaufen mit Druckknöpfen. Ja, den einen habe ich jetzt hier unten drum durchgeschlaufen festgemacht, weil der mich eher nervt. Ja, wenn man durchs Gelände rennt und will halt sicherer sein. Sausack! Ist so ein Ding vielleicht sinnvoll. Aber wie gesagt, das Ding sitzt so stabil in der Tasche drin. In der Scheide. Ja, ihr hört es ja auch. Achtung! Die Chance ist zu verlieren. Naja, kommen wir nochmal zu dem Erl. Dreiviertel Erl, der hier irgendwo unterbrochen ist und wo dann der Pommel nochmal neu anfängt. Soll angeblich dafür gedacht sein, dass wenn man im Notfall ein Kabel durchschneiden muss, dass man da kein Gezock bekommt. Ja, ich sag mal, passiert mir mit den Handschuhen eh nicht. Ich habe Handschuhgröße 9,5 bis 10, würde mir da wahrscheinlich auch eher nicht passieren. Ja? Könnte aber sein, da gibt es ein Video vom Wrangler Star, da war der wohl bei Gerber und da haben die Jungs dem da erzählt, dass einer der Soldaten, die das Messer in Afghanistan oder wo auch immer mit sich geführt hat, die in der Nähe vom Camp waren, das Licht voll erleuchtete das ganze Camp und die letzte Möglichkeit, da der Feind nahe kam, das Licht auszumachen, war halt das Starkstromkabel durchzutackern da, ohne dass er ein Gewicht bekommen hat. Ob das jetzt stimmt,
oder ob das aus dem Sagenreich von Feen, Elfen und Einhörnern stammt. So, das war jetzt erstmal der erste Eindruck. An und für sich macht das Messer einen stabilen Eindruck. Ich werde es hart rannehmen. Ich werde das Ding nicht schonen. Wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn es ein Survival-Messer sein soll, auch wenn es nur für Piloten ist, dann muss das Ding was aushalten können. So, ich verkrübel mich mal aus dem Wald, bevor die hier alles planieren, inklusive meiner Person. Ja, obwohl, ich bin ja nur ein kleiner Baumstumpf. Ich brauche nicht mehr gefällt werden. So, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss mal Dude, schwenkt den Hut. Tschüss, fahr ab und schwenkt die Kapp. Und Matthias, du hast neulich gesagt, ich sehe total müde aus. Und grau bin ich auch geworden. Guck mal, Haare geschnitten. Jetzt sieht man es kaum noch, ne? Und, sehe ich immer noch müde aus? Was haben wir jetzt? 15.32 Uhr, ich bin seit 1 Uhr auf. Der erste Tag nach Weihnachten, der 27. Wie viele Kilometer haben wir heute gelaufen? Nur auf der Arbeit. Ja? Ist die Weihnachtszeit, die macht einen fertig in dem Beruf als Kraftfahrer, vor allen Dingen im Lebensmittelbereich, da flippen die Leute aus. Also Matthias, trotzdem danke fürs Aufpassen. Ich weiß das zu schätzen. Und allen anderen fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Und macht keinen Scheiß. Bis zum Jahresende. Nächstes Jahr könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber dieses Jahr seid brav. So. Adios, muchachos.